Sehr geehrter Herr Bildungsbürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Menschen im Saal und draußen im Stream, ich nutze jetzt die Redezeit kurz, um auch den Antrag einzubringen, den die Dissidentenfraktion, den Ergänzungsantrag zu diesem Vorgang gestellt haben. Bevor ich den aber sozusagen direkt vorstelle, hole ich noch ein kleines bisschen aus, keine Angst, ich brauche nicht lang. Also, worum geht es generell? Es geht darum, dass wir öffentliches Geld, Geld der steuerzahlenden Menschen, Geld aus dem Haushalt für Jugendförderung geben. Jetzt mal ganz generell. In dem Fall konkret für Fußball und für Anlagen. Und das haben wir auch an anderen Stellen schon in Dresden gehabt. Jetzt ist es gelebte Praxis gewesen, lange, lange, lange Jahre, dass wenn wir als Stadträte, Stadträtinnen Jugendprojekte fördern für Sport, dass damit ausschließlich Jungs gemeint waren. Ja, also nur Jungsförderung. Das geht so weit, dass wir in einem Trainingszentrum, was bereits gebaut ist, noch nicht mal Mädchenumkleiden haben. So, das ist bislang nie jemandem aufgefallen. Und jetzt sage ich mal, wie zum Beispiel Politik funktioniert, was mich auch sehr freut. Als ich vor ungefähr 3 Jahren in diesem Haus dieses Thema angesprochen habe, da hat mich noch Herr Kiesling von der Linken verlacht und hat gesagt, ja, ich sage nur Populismus und das ist gegen Dynamo und das ist ja überhaupt gar nicht sinnvoll. Doch, ich fand das weiterhin sinnvoll. Und als ich vor 2 Jahren hier einen Antrag hatte bei Förderung für ein Jugendzentrum und der Text lautete, der Stadtrat knüpft die Gabe von Fördergeldern an die Erwartung, dass der betreffende Verein sich in Zukunft mit dem Thema Mädchen- und Frauenfußball beschäftige. Also überhaupt keine, die müssen das machen, kein bis zum und auf gar keinen Fall Pistole auf die Brust, sondern einfach knüpft die Erwartung. Und im zweiten Punkt stand da, dem Verein wird die Möglichkeit gegeben, jedes Jahr einmal mit dem Sportausschuss in Diskussion zu treten. Also ganz sanft, ganz locker, ganz easy. So, das hat vor 2 Jahren eine Mehrheit hier gefunden, eine knappe, aber es hatte eine Mehrheit gefunden. Und jetzt sind wir 2 Jahre weiter und jetzt bringe ich das bei Borea, den gleichen Antrag wieder ein. Also Stadtrat knüpft die Gabe der Fördergelder an die Erwartung, dass es Mädchen- und Frauenfußball gibt und Borea kann jedes Jahr, wenn sie wollen, in den Sportausschuss kommen. Und ich habe mit dem Vereinspräsidenten telefoniert. Er war auch sehr freundlich und hat sich sehr gefreut über den Antrag. Und ich glaube, das hat er Ihnen allen Fraktionen gestern oder heute früh auch geschrieben, dass Borea sich genau so einen Antrag wünscht und dass das auch genau die Richtung ist, in die es gehen wird. Und jetzt freue ich mich sehr, weil ich antizipiere oder ich hoffe natürlich, dass dieser Antrag eine größere Mehrheit kriegt und dass dieser Stadtrat ein deutliches Zeichen setzt, dass wenn wir öffentliches Geld für Jugendförderung ausgeben, dass wir damit nicht ausschließlich Jungs meinen. Dankeschön.